So, und damit kommen wir dann jetzt zu meiner Aufgabe, dass ich nämlich jetzt erkunden gehe und dafür kann ich jetzt hier Lagerplatz erstmal verlassen und Frau Korbflechterin Korbflechten lassen. Ich schätze, dass ich in 20 Minuten hier mehr oder weniger schon so weit bin. Alles klar, dann gucke ich, dass ich ungefähr in 20 Minuten wieder da bin. Wenn du länger brauchst, fange ich an, kalten Haferschlons anzurühren. Gut, kalter Haferschlons klingt hervorragend. Wir kriegen langsam ein ganz kleines bisschen Hunger. So, jetzt muss ich hier die Kamera noch richtig einstellen. Das müsst ihr kurz aushalten. So, ich glaube, ihr habt ausgehalten. Und gehe jetzt mal erkunden. So, zwingend habe ich jetzt kein Werkzeug dabei, weil das eine Werkzeug, was wir besitzen, der jetzt gerade in Verwendung ist, beim Korbcrafting, Basketcrafting. Ne? Also, wenn jetzt Korbflechten nicht zu Kategorie Bushcraft fällt, dann weiß ich auch nicht. Egal. Jedenfalls, was kann man hier so finden? Wie ihr schon gesehen habt, wir haben es hier größtenteils mit einem Fichtenwald zu tun. Das heißt, eine mögliche Ressource wäre schon mal Harz. Ist an sich schon mal toll, bräuchte ich aber erst noch irgendwas, wo ich Harz drin transportieren kann, ohne mir sämtliche Klamotten einzusauen, sobald ich es in die Hosentasche stecke, weil das klebt wirklich wie Sau. Ich habe noch Jacken, die sind einmal verklebt worden. Das ist 5 Jahre her und seitdem sind sie halt klebrig. Ne? So, das erste, was ich jetzt gerade entdeckt habe, ist hier vor mir auf dem Boden einmal eine Flechte. Und zwar diese hier. Die saß garantiert ursprünglich mal auf dem Baum. Sie hängt hier auf einem Zweig, der wohl mit runtergekommen ist, als das Ganze runtergekommen ist. Flechten können. Ja, nicht müssen. Und man muss da vorsichtig sein, essbar sein. Und zwar die Rentierflechte. Und in Island beispielsweise gibt es Leute, die Flechten zum Teil auch essen. Flechten sind ja sehr nah verwandt mit den Algen. Algen sind natürlich wirklich ein potentes Nahrungsmittel, weil sie als eine der ganz wenigen Pflanzen relativ viel Fette, also in Form von Ölen, entsprechend einlagern, das in ihre grüne Pflanzenmasse. Das liegt einfach daran, dass sie keine Speicherorgane besitzen. Eine Alge ist ja einfach wirklich nur ein dünner Pflanzenfaden mit photosynthetisch aktiven Zellen und zellbiologisch gesehen sehr, sehr einfach aufgebaut. Bei einer Flechte verhält es sich ein bisschen ähnlich. Die ist eigentlich eine Symbiose aus Alge und Pilz. Also was wir hier außen sehen können, was nicht grün ist, das sind alles Pilzzellen. Die tun uns aber nichts. Also keine Flechte ist giftig. Und innen drin, nicht sichtbar, außer man hat ein Mikroskop, befinden sich eben entsprechend die Algenzellen. So, und jetzt gibt es eben Flechten, die vergleichsweise viel Alge enthalten. Und die können für uns dann essbar sein, eben aufgrund der Algenkomponente, die dann wiederum relativ viele Öle erzeugt, die dann uns ein paar verwertbare Kalorien liefern. Allerdings, das ist der Haken bei dieser ganzen Information, es gibt kaum wirklich nützlich essbare, oder zumindest eigentlich keine, ich wüsste nicht welche, nützlich essbare Flechten in Deutschland. Ja. Also Mitteleuropa scheidet aus. Schön sind sie, interessant sind sie, spannend sind sie, nützlich sind sie leider nicht. Es ist anzunehmen, dass manche Flechten eventuell auch noch durchaus Substanzen enthalten. Da sind ein Haufen krasse Substanzen drin, die krass und nützlich sind. Aber man weiß einfach schlicht und ergreifend noch nicht, welche Flechte da welchen Inhaltsstoff entsprechend enthält. Und ja, da muss die entsprechende Forschung noch ein paar Fortschritte machen, damit wir dann irgendwann auch mal nutzbare Flechten bekommen. So, des Weiteren haben wir hier, ganz interessant, das berühmte Moos am Baum. Ja, das berühmte Moos am Baum soll ja angeblich immer auf der Wetterseite des Baumes wachsen. Das Problem ist bloß, dass das kleinräumig sehr stark variieren kann. Wenn wir also wirklich wissen wollen, wo die Wetterseite ist, und die wäre hier jetzt gerade der Westen, also wenn man entsprechend den Baum tatsächlich zur Navigation verwenden wollen würde, müsste man sich jetzt jeden Baum in der näheren Umgebung angucken, da schauen, wo tendenziell das Moos wächst, und dann hätte man einen groben Anhaltspunkt, wo Westen ist. Das ist aber viel zu ungenau. Also ich möchte davon abraten und halte diese Technik für Blödsinn. Was wir hingegen andererseits am Baum finden können, ist eben das Moos, das man auch abziehen kann. Und das ist jetzt wiederum interessant,
im Rahmen von eben Survival-medizinischen Anwendungen kann das interessant sein, wenn man jetzt gar nichts anderes dabei hat. Solange man noch irgendein Textil hat, ein Kleidungsstück, das man als Wundverband verwenden kann, dann würde ich auf jeden Fall zum Textil entsprechend raten. Wenn man aufbereitetes Pilztrema hat, ist das noch ein besserer Verbundstoff als Moos. Hat man aber nichts da, wirklich gar nichts, weil sämtliche Klamotten sind schon Verbände und man braucht trotzdem noch mal schnell Verbandmaterial. Verwendet man so einen Naturstoff als Verbandmaterial, hat man immer eine gewisse ein gewisses Infektionsrisiko mit was auch immer. Ja? Moos bringt da in der möglichen Liste möglicher Stoffe den Vorteil mit sich, dass also fast alle Moose gewisse antibakterielle, antivirale Wirkung haben. Sonst würden die nämlich dauernd Probleme mit Viren und Bakterien bekommen, was sie allerdings nicht tun. Ja? Also aufgrund dessen kann man da eben dann relativ sicher sein, dass diese antivirale, antibakterielle Wirkung entsprechend besteht. Man hat es ja auch im Labor schon ein paar Mal nachgewiesen, wie das exakt jeweils funktioniert. Das ist noch nicht so gut erforscht. Kaum jemand interessiert sich für Moos. Also Moos könnte potenziell auch noch enorme Möglichkeiten mit sich bringen, eigentlich super nützlich zu sein. So, jedenfalls durch diese antibakteriellen, antiviralen Möglichkeiten und die Tatsache, dass es gut aufsaugt und eine gute Struktur hat, mit der man wirklich eine blutende Wunde theoretisch abdecken kann, auch so, dass es dann ein bisschen Blut aufsaugt, gleichzeitig aber ein feuchtes Milieu an der Wunde hält und so eine gewisse Verschorfung der Wunde beschleunigt. Die Wundheilung beschleunigen kann man auch sagen. Das ist übrigens hoch umstritten. Es gibt überhaupt keinen Stoff, auch nicht in der modernen Schulmedizin, der die Wundheilung nennenswert beschleunigt. Wunde heilt so und so schnell. Wenn du was auch immer drauf schmierst, dann heilt sie. Sagen wir mal, da gibt es diesen berühmten Spruch, den man auch von der Grippe her kennt. Eine Wunde heilt in 14 Tagen. Wenn du was auch immer drauf schmierst, dann heilt sie in 2 Wochen. So ungefähr. Also eine Steigerung der Wundheilung gibt es so nicht. Ja, aber jedenfalls, durch die antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften von Moos heißt das jetzt nicht, man hat seine Wunde antibakteriell und antiviral eingepackt, da kommt niemals irgendein Keim dran, so weit geht's nicht. Aber das Moos selber, insbesondere wenn man es vom Baum nimmt, und das ist jetzt der springende Punkt, das Moos vom Baum zu nehmen, das enthält vermutlich am wenigsten Keime von allem Zeug, was man im Wald so einsammeln kann, außer Pilztrema. Ja, dazu kommen wir dann noch. Aber das ist erstmal eine ganz gute Alternative. Unter allen schlechten Alternativen, wie gesagt, Textil, egal wie dreckig, besser. Aber unter allen schlechten Alternativen ist Moos vom Baum am besten. Und warum Moos vom Baum? Naja, weil der Boden und Moos, das am Boden wächst, wirklich einen Haufen mögliche Keime, die für uns richtig gefährlich werden können, enthält. Und je weiter weg unser Moos, das wir verwenden wollen, also vom entsprechenden Boden ist, der eben nun mal gefährliche Bewohner enthält, desto besser. Ja, also wenn man es hoch vom Baum nimmt, ist die Chance, dass sich da wirklich irgendwelche Bodenkeime dran befinden, eher gering. So, und dann hatte ich noch gesagt, Pilztrema. Schaut mal da. Ich hoffe, den könnt ihr jetzt sehen. Ich sehe jetzt nicht so richtig, was die Kamera aufnimmt. Das müssten wir jetzt mit dem Stock runterhauen, da das nicht notwendig ist, würde ich sein lassen wollen. Wobei, naja, zum Zeigen wäre schon cool. Man darf übrigens so einen Baumpilz durchaus mitnehmen, insbesondere wenn es sich hier um Totholz handelt. Und das ist es, der Baum hier ist komplett tot. Ich suche mir nachher mal einen Knüppel und knüppel den dann vielleicht noch runter. Oder ich finde noch einen am Boden, das werden wir mal sehen. Aber wenn, dann nehme ich ihn mit ins Lager und dann würde ich den mal kurz ein bisschen aufschneiden wollen, um mal ein bisschen darauf hinzuweisen, was Pilztrema ist. Das ist so eine fasrige Struktur im Fruchtkörper von Baumpilzen. Also das, was außen am Baum hängt, ist ja nur der Fruchtkörper. Der Pilz selber hockt im Baum und besteht nur aus dünnen Fäden, für diejenigen, die das noch nicht wussten. Pilzhyphen heißen die. Das schadet nicht, das zu wissen. Das ist im Grunde zwar nutzlos, aber es schadet auch nicht. So. Und dieser Stoff, der hat so eine stoffartige Konsistenz, dieses Pilzgewebe. Und eben mit dieser stoffartigen Konsistenz kann man dann schon relativ viel anfangen. Und damit kann man dann auch ganz gut für Biomaterialien, die man draußen in der Natur finden kann, eben am besten sogar eine blutende, eine Schürfwunde, eine sonstige Wunde, die halt eben halbwegs abgedeckt sein soll, damit da kein Dreck reinkommt. Das ist nämlich auch nochmal der springende Punkt bei Wunden in der Natur. Da kommt halt gerne mal Dreck rein und das sollte man, wenn man es kann, irgendwie vermeiden, dass es dazu kommt. Ne? Und deswegen Wunde abdecken, draußen im Nirgendwo, schon recht hilfreich. So,
Wie ihr weiterhin seht, es handelt sich hier um mehr oder weniger relativ eintönigen Wald. Das ist jetzt für mich, der ich Ressourcen suche, natürlich nicht besonders hilfreich, weil ich nur mehr oder weniger Fichte zur Verfügung habe. Hier stehen jetzt noch ein paar Buchen. Die sind aber, abgesehen davon, dass sie natürlich Bucheckern produzieren, wenn jetzt Herbst wäre, dann wäre das großartig. Und sie müssten noch ein Mastjahr haben, dass auch nennenswert viele Bucheckern unten am Boden liegen. Aber da könnte man dann schon was mit anfangen. Oh, und hier war übrigens das Eichhörnchen zugange. Das ist eine Eichhörnchenspur. Wir sehen einen abgekauten Zapfen. Ja? Der hat, das saß hier also vermutlich auf dem Baumstumpf sogar. Hat sich diesen Zapfen geschnappt, hat den hier entsprechend abgenagt, sich jeweils die Samen unter den Zapfenschuppen entsprechend geholt und ja, hat dann halt den Rest entsprechend liegen lassen. Also ganz klar, Eichhörnchenspur wäre jetzt dahingehend interessant, wenn man mit der Info, oh, hier gibt es Eichhörnchen, ich könnte hier Eichhörnchenschlingen aufstellen, was anfangen kann. Das ist aber in zweierlei Hinsicht blöd, weil erstens, Eichhörnchenschlinge bringt nicht wirklich und zweitens, Eichhörnchen gibt es überall. Also dass es hier jetzt spezifisch Eichhörnchen gibt, ist eine Info, die einem einfach nichts hilft. So, Fichtenzapfen liegen hier überall am Boden rum. Die sind allerdings ziemlich nutzlos. Man kann aus frischen Fichtenzapfen zwar noch ein paar Samen raussammeln und die dann auch essen und sie als Nahrungsmittel verwenden. Dafür müssen die aber wirklich frisch sein. Und wie kommt man an frische Fichtenzapfen ran, an denen noch Samen dran sind? Naja, ganz einfach. Entweder man fällt eine Fichte, an der Zapfen hängen. Oder Variante 2, man sucht so lange im Wald rum, bis man eine Fichte findet, die umgefallen ist, an der Zapfen hängen. So, Ende. Ja, oder man ist wirklich ein guter Kletterer und steigt auf eine Fichte, an der Zapfen hängen, in denen Samen noch drin sind. Ja, aber ich glaube, Letzteres können wir mehr oder weniger ausschließen. Ja, zum Thema Moos noch eine Ergänzung. Diese Steine hier tragen auch jede Menge Moos, aber das würde ich halt eben nicht für irgendwelche Verbandgeschichten verwenden wollen, aufgrund dessen, dass da was drin sein könnte. Ach so, hat man noch Zeit und braucht nicht sofort einen Verband und hat kein Pilztrema gefunden und möchte stattdessen Moos verwenden und man hat ein Feuer und man hat einen Kochtopf oder irgendeinen improvisierten und kann was auskochen, dann ist ausgekochtes Moos natürlich noch mal besser als frisches Moos vom Baum. Jo! Ja, wie gesagt, Buche leider vollständig nutzlos in diesem Zustand. Abgesehen vom Holz natürlich, das brennt, ja. Aber es ist auch sehr hart und für jemanden, der keine gescheiten Werkzeuge dabei hat, eben nur schwierig zu verarbeiten. Möchte man allerdings ein Lagerfeuer haben, oder oh, Tanne, das möglichst lange brennt, ja, mit Holz, das die Nacht durchbrennt. Das ist ohnehin nicht möglich, aber wirklich lange brennen tut dann eben zum Beispiel Buchenholz oder Eichenholz, grundsätzlich Baumarten mit schwerem, auch gerne hartem Holz, brennen einfach sehr lange im Feuer. Und das ist für ein Wärmefeuer, das die Nacht über einen warm halten soll, natürlich schon sehr von Vorteil. Da kann man also schon ein bisschen gucken, welche Baumart, welche Holzart habe ich hier eigentlich gerade gesammelt, was habe ich jetzt vor im Verlauf der Nacht zu verfeuern und so weiter. Also wenn man zum Beispiel einen Buchen-Fichtenwald hat und an Holz steht einem logischerweise Buchenholz und Fichtenholz zur Verfügung, dann ist es nicht ganz verkehrt, wenn man das Fichtenholz vielleicht zuerst verbrennt, bis das Feuer mal richtig in Gang ist, bis man richtig ordentlich Glut hat, bis die Nacht hereinbricht. Man kocht mit dem Fichtenholz zum Beispiel und dann hat man nachts, um durch die Nacht zu kommen, primär eben noch das Buchenholz übrig. Ja? Also so auf diese Art und Weise kann man das verwenden, diese Information, muss man aber auch nicht. So, Tanne. Tannennadeln geben einen leckeren Tee. Wer also was Feines haben möchte zum entsprechend Trinken, der kann auf Tannennadeln zurückgreifen. Ich würde jetzt hier einen Ast mitnehmen für Evelyn, dann kann die sich heute Abend vielleicht so einen Tannennadeltee machen. Das Dumme ist nur, ich habe kein Messer. Und das ist jetzt hingegen, anders als zum Beispiel die Weide, ein Baum, bei dem man Ärger bekommt, wenn man ihn kaputt macht. Ja, das ist völlig zu Recht. Das heißt, das schön sein lassen. Und daher werde ich jetzt auch keinen Zweig abreißen. Einen auf dieser Höhe abschneiden, das ist nicht wirklich ein Schaden. Das tut dem Baum nichts großartig an. Mhm. Das ist auch kein wirtschaftlicher Schaden. Mhm. Das könnte man also schon sicherlich mit seinem Gewissen irgendwie vereinbaren. Jetzt rein, nur ist ganz, ganz, ganz juristisch gesehen darf man das wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, ne? Ja, ich sag's ja nur. Und
Was auch noch interessant ist bei der Tanne, da müssen wir mal näher ran, sind diese Bobbeli. Diese Bobbeli hier, die nennen sich Harzgallen. Und das werde ich jetzt einmal machen zum Zeigen. Die kann man mit dem Fingernagel schon eindrücken. Und dann kann, oder auch deine Spinne, guck mal, die ist ja lustig, die hat gelbe Säckchen dabei. Dann kann es sein, dass da eben entsprechend ein bisschen Harz austritt. Dafür müsste man, also mit dem Messer geht es natürlich einfacher. Manchmal geht es auch mit dem Fingernagel, da hatte ich jetzt Pech. Hier hatte ich auch Pech. Das sieht relativ gut aus. Und dann kann es sein, dass da ein wenig Harz austritt. Nein, Pech gehabt. Das ist also jedenfalls auch eine Möglichkeit, wenn es dann klappt. Ja, klappt nicht immer, das ist so, wie grundsätzlich gilt. Das gilt immer. Nicht jede Technik, die man mal irgendwo gelesen oder gehört oder sonst was hat, funktioniert immer. Niemals. Das gibt's nicht. Mal klappt's nicht. Oh, Müll. Über da. Klebeband. Das kann man brauchen. Nehme ich mit. Und ja, so ist das nun mal. Ja, aber theoretisch kann da dann Harz austreten und dann hätte man Harz. Oh, schön. Hier ist jetzt eine Rückegasse. Ich laufe gerade rein. Vielleicht seht ihr sie. Jetzt seht ihr sie. Rückegassen sind was, was man vielleicht eventuell suchen möchte beim Wald erkunden. Denn Rückegassen lassen mehr Licht auf dem Boden. Wenn mehr Licht auf dem Boden kommt, gibt es andere Pflanzen als da, wo es halt nicht viel Licht auf dem Boden kommt. Ganz einfach. Und in diesem Fall ist diese eine spezielle Pflanze, die hier rumsteht und dazu auch noch schöner aussieht. Der rote Fingerhut, von mir aus auch der lilane oder purpurne Fingerhut, wie man auch immer man den auf Deutsch nennen möchte, Digitalis purpurea, zählt zu den Top 3 giftigsten Pflanzen, die wir in Deutschland so haben und ist absolut tödlich. Ich kriege jedes Mal auf den Deckel, wenn ich das erzähle, aber rein theoretisch, ich weiß auch nicht, wofür man das wirklich brauchen soll, aber rein theoretisch könnte man sich damit irgendwie ein Pfeilgift herstellen, einen vergifteten Stock machen, eine Pfeilspitze, die rein aus Holz besteht beispielsweise, weil man halt logischerweise keine Eisenpfeilspitze so einfach improvisieren kann, wenn man nicht irgendwo Eisen findet oder sonstiges Metall. Wäre das halt was die Tödlichkeit von Pfeilen durchaus noch erhöhen würde. Andererseits, ja, es ist natürlich hinterhältig böse und gemein und braucht man sowieso nicht, aber einfach der Vollständigkeit halber, so just to know, nicht zum Anwenden, ist auch völlig sinnlos und nutzlos. Digitalis purpurea ist auch ein Medikament, allerdings dann in super niedrigen Konzentrationen. Und man muss es unbedingt messen können, wie hoch die Konzentration ist. Das heißt, das kann man wirklich nur pharmazeutisch herstellen. Und alle Anwendungsversuche mit dem Zeug irgendwie per Tee. Tee ist immer die eine Darreichungsform, wenn man sich draußen in der Natur irgendwelche Pflanzenbestandteile einverleiben möchte, die als Medikament wirksam sein könnten. Als Tee ist das Ding absolut viel zu gefährlich, viel zu tödlich. Ja? Also man hätte keinen Schimmer, wie viel von dem Wirkstoff man bräuchte. Man könnte natürlich jetzt sagen, ich arbeite mit einer winzig kleinen Dosis. Dann müsste die aber schon wieder so winzig sein, dass man mit ziemlicher Sicherheit keinen Effekt erzielt. Ja? Also Pfoten weg, auf jeden Fall unbedingt Pfoten weg von dem Fingerhut. So. Das hier ist wieder die Heidelbeere, steht hier auch mal hin und wieder mitten im Bestand. Könnte aber gleich vergessen, an solchen kleinen Feldern Heidelbeeren wirklich finden zu können. Wenn die fruktifizieren soll, also wirklich Beeren ausbilden, dann muss es ein großes Feld sein, dann muss es viel Licht abbekommen. So, und wenn wir jetzt da hinten in die Ferne blicken, dann sehen wir, da wird es deutlich grüner im Wald. Und da würde ich mir jetzt zum Beispiel Hoffnung machen wollen, dass, wie wir schon gehört hatten, irgendwann vor einer Weile, für mich von einer Weile, für euch wahrscheinlich in irgendeiner anderen Folge, ist Heidelbeeren Säurezeiger und wächst entsprechend auf saurem Substrat. Und saures Substrat haben wir da drüben. Und gleichzeitig genügend Licht. Das ist nämlich die andere Sache, die sie braucht. Und damit besteht da, glaube ich, eine gute Chance, dass wir da zumindest theoretisch noch ein paar finden. Mal gucken. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Haben wir ja auch schon welche, aber noch ein paar mehr wäre vielleicht nicht schlimm. Ansonsten Holz gibt es hier überall. Ich hatte erst neulich erzählt, trockenes Holz, hier sowas. Das ist immer sehr, sehr trocken. Noch besser, sowas. Das hier ist perfektes Anzündholz, wirklich allerbeste Qualität.
super trocken, in einer tollen Darreichungsform hier rumliegend. Auch die dickeren Teile des Astes sind super trocken. Kann man übrigens auch relativ einfach kurz und klein kriegen, wenn man sich erstmal was abbricht. Bumm. So, jetzt ist das immer noch zu lang. Jetzt wollen wir den kürzen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich mache das nur mal ganz kurz vor für diejenigen, die wirklich gar keine Ahnung haben. Entweder man stellt ihn so an den Baum und macht Karate und dann ist er kürzer. Der ist jetzt relativ unstabil. Ja, das geht also wirklich problemlos, den klein zu kriegen. Variante 2, man nimmt sich irgendeinen Baum, macht diesen da, der ist jetzt abgeflogen und liegt da vorne. Man muss dann halt immer gucken, dass man die Teile, die abfliegen, dann auch wiederfindet, weil manchmal fliegen sie halt durchaus gar nicht mal so unweit. Ne? So, also das sind so die beiden Grundtechniken mit relativ geringem Verletzungsrisiko, um sich Waldholz kleiner zu bekommen. Das funktioniert fast immer, bis auf diese Größe. Wenn man es noch kleiner haben will, braucht man tatsächlich ein Werkzeug. Macht aber auch keinen Sinn, es noch kleiner haben zu wollen für die allermeisten Anwendungen. Deswegen, man kommt ohne eine Axt, ohne ein Werkzeug, ohne ein Messer, ohne was auch immer, eigentlich immer sehr gut an Brennholz, solange man noch ein bisschen vielfältigen Wald hat und bereit ist, ein bisschen zu suchen. Das geht also wirklich sehr gut. So, jetzt brauchen wir noch kein Brennholz, aber ich habe es mal gezeigt. So, wir nähern uns der grünen Fläche, die ich da aus der Entfernung entdeckt habe, in der Hoffnung, dass da mehr Heidelbeere steht. Und ich hatte recht, hier steht auch mehr Heidelbeere. Und in dem Moment, wo da mehr von da ist, seht ihr, hat sie auch Früchte. Ja? So, und da vorne haben wir wieder eine Fläche mit Heidelbeere. Zwischendrin kommt natürlich auch die Fichte hoch, ist klar. Das ist ja so der Zweck, weshalb man hier mehr Licht an den Boden lässt, damit sich eben die Fichte entsprechend natürlich verjüngt, beziehungsweise mehr Licht an den Boden gelassen hat. Ach scheiße, wir befinden uns ja in der Jungsteinzeit offiziell. Ja, dann ist es wahrscheinlich doch nur ein Zufall oder die Zeitmaschine muss doch wirklich kaputt gewesen sein, dass wir also gar nicht in der Jungsteinzeit gelandet sind. Ah, seltsam, seltsam. Ja, also auch hier wieder jede Menge Heidelbeere. So, und was ich dazu vielleicht auch noch ergänzen sollte, vielleicht hat es auch schon jemand woanders gefragt gehabt, könnte ich mir gut vorstellen, die Frage kommt eigentlich immer, wie ist die Sache mit dem Fuchsbandwurm? Die Sache mit dem Fuchsbandwurm ist so, ja, theoretisch könnte man Fuchsbandwurm bekommen, wenn man hier mitten im Wald einfach so Beeren futtert. Aha, theoretisch. Praktisch ist die Chance, dass das passiert, mikroskopisch. Die ist wirklich unglaublich, unglaublich gering. So, und jetzt hat man zwei Möglichkeiten, wie man grundsätzlich mit seinem Leben mit dem Thema Fuchsbandwurm umgehen möchte. Ich kann beides nachvollziehen, ist völlig in Ordnung. Ja? Ich mag sowieso die Beeren nicht besonders, weil ich bin schlimm erzogen worden, was meinen Umgang mit Obst angeht. Ganz, ganz schlimm, aber das tut jetzt eigentlich nichts zur Sache. Für diejenigen, die solche Beeren mögen, gibt es zwei Optionen. Entweder man sagt, okay, ich nehme das Risiko, das winzig, winzig, winzig kleine Risiko, dass ich irgendwann mal einen Fuchsbandwurm bekomme, wenn ich im Wald dauernd solche Beeren futtere, in Kauf und addiere es zu all den anderen Risikofaktoren, die das Leben so mit sich bringt, dazu. Und damit bin ich dann einverstanden. Ja? Das ist die Einstellung Nummer 1, die man entsprechend haben kann. Und Einstellung Nummer 2, nee, selbst ein winzig, 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 winzig kleines zusätzliches Risiko für eine schlimme Krankheit ist mir zu viel. Ist mir völlig egal, wie winzig, winzig, winzig klein das ist. Ein kleines bisschen mehr ist mir zu viel. Ich ernähre mich auch grundsätzlich fast vegan, treibe viel Sport, rauche nicht, trinke nicht, achte bei jeder Gelegenheit maximal auf meine Gesundheit und dann will ich nicht zusätzlich eben das Risiko mit den Beeren aus dem Wald eingehen, dann ist das auch in Ordnung. Ja? Das wäre zum Beispiel auch eine durchaus legitime, auch in sich schlüssige Denkweise, die man haben kann. Das ist jetzt nicht meine, aber natürlich selbstverständlich völlig okay. So, was man beim Fuchsbandwurm noch beachten könnte, aber ich habe dazu schon einzelne Videos gemacht, vielleicht nicht unbedingt das Zeug direkt vom Wegesrand einsammeln. Wie gesagt, wenn man da Angst hat. Ja? Wenn man nicht Angst hat, dann kann man es trotzdem machen. Und das nächste ist, je größer und je abgelegener das Feld von Beeren, das man sammeln möchte, zum Beispiel hier jetzt eben,
ist, desto besser, weil dann ist die Chance, dass sich der Fuchs jetzt ausgerechnet dieses eine Heidelbeerfeld ausgesucht hat, das eine kleine, wo ein paar Bierchen wachsen, da ist die Chance, dass der Fuchs da reingemacht hat, mal gar nicht mal so gering, weil er sich gerne so ein bisschen prädestinierte, besondere Orte aussucht, um da entsprechend hinzumachen. Wenn hier aber alles voller Heidelbeeren ist, dann würde er sich nicht extra nochmal Heidelbeeren aussuchen für diesen Zweck. Und damit sinkt die Chance, dass der Fuchs hier was fallen lassen, halt nochmal ein wenig. Ja, aber das sind minimale Geschichten. Und wer das jetzt nochmal genauer wissen möchte, da muss ich meine entsprechenden Videos, die ich genau zu diesem Thema dann nochmal extra gemacht habe, nochmal angucken. Oh, Mini-Tanne! Es freut das Försterherz immer, wenn man so kleine Tännchen am Boden entsprechend entdecken kann. Gut, ja, abgesehen von dem Pilz da hinten habe ich jetzt nichts weiter Interessantes gefunden. Ich würde jetzt diesen Pilz mal noch einsammeln und dann gehe ich zurück zum Lager. Mal gucken, was da Neues gibt. Aber das wisst ihr schon, weil das schneiden wir so mehr oder weniger durcheinander. Bis gleich.